Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Zweiter Spieltag der Hallenmeisterschaft steht an. Viel Spaß beim Zuschauen, danke fürs Reinschalten. Ich denke, ich habe alles gesagt. Ärgert euch nicht über die Ergebnisse. FIFA spielt das so hin und her. Es ist, wie es ist. Jetzt geht's los mit dem zweiten Spieltag und dem ersten Spiel Union gegen Werder. Zweiter Spieltag, Gruppe A, Union steht schon unter Druck, 1:3 verloren gegen Bayern, Werder Bremen schlug die Hertha mit 2:0, also die bessere Ausgangslage hat Werder tatsächlich, Union aber mit der ersten Chance, die hatte es in sich, Pavlenka kriegt die Hände noch hochgerissen, Szene bleibt aber nochmal heiß und glücklich war es am Ende aber nicht für Union in dieser Situation, Pavlenka muss da mehrmals eingreifen. Glück des Tüchtigen ist auf jeden Fall auf seiner Seite. Dann auch mal Werder. Hier diese Doppelchance. Da wird eben aus allen Lagen, aus allen Positionen gefeuert. Aber drin war der Ball. Weder links noch rechts. Sollte sich das ändern in Durchgang 2. Geht gerade los, die Halbzeit. Paar Sekunden am Laufen. Union sehr abwarten. Trotzdem kombiniert sich Werder nach vorne. Aber weiterhin die Null. Dann wieder Union. Pavlenka, viel beschäftigter Mann an diesem Abend. Duxch, Fehlpass, Umschaltspiel der Unioner funktioniert mehr oder weniger. Jordan mit dem Schuss, aber wieder Pavlenka. 30 Sekunden noch zu spielen, hatte eine Mannschaft den Lucky Punch parat. Friedel, nein, es sollte nichts mehr werden. Renault hält nochmal 0-0 am Ende. Naja, so spannend war es jetzt nicht. Für die Hertha hätte es besser losgehen können. Niederlage gegen Werder Bremen. Bayern gewann ja gegen Union. Eben schon geklärt das Ganze in Spiel Nummer 1. Aber das Ganze hier nochmal zur Auffrischung. Bayern in Rot mit dem Fehlpass und die Hertha kann es um ein Haar ausnutzen. Sven Ulreich aber mit der Parade. Schieferbot beim FC Bayern. Es ist wahr geworden. Ulreich musste sich hier schon einige Male auszeichnen. Weiterhin die Bayern eigentlich hinten beschäftigt. Schaltet dann aber dann mal gut um der FCB. Nur noch nicht so erfolgreich. Kurz vor der Pause dann noch einmal Hertha und Kanga haut einen raus. Pfosten, Pfosten rein. Schön aus der Drehung. Und dann passt er eben. Rückstand für die Bayern. Die waren nicht so richtig zufrieden. Warum eigentlich? Naja, ist ja klar. Aber die Rückstände, die hatten sie doch schon des Öfteren auch mal drehen können. Noch nicht in der Halle, aber vielleicht. Ja, jetzt 14 Sekunden gespielt in Durchgang 2. Pavard, der sich bei der WM weitestgehend auf der Bank ausruhen konnte, zeigt hier, dass er immer noch diesen rechten Huf hat, der ihn zu den Bayern damals gebracht hatte. Und Bayern jetzt mit Oberwasser, Coman, Christensen, aber hält. Die letzte Minute schon am Laufen, von der Hertha kam nicht mehr viel, die wollten das hier irgendwie über die Zeit schaukeln, ist aber in der Halle relativ schwer, sowas zu verteidigen. Choupo-Moting nochmal an die Latte. Es blieb beim 1:1. Wichtiger Punkt vielleicht für die Hertha. Die Bayern können auch damit leben. Leverkusen unter Zugzwang. Verloren sie ja das erste Spiel 1:0. Dortmund hingegen gewann mit 1:0. Hat also die deutlich bessere Ausgangslage. Spielte befreiter auf, hatte auch die erste Chance. Leverkusen hatte ja extreme Probleme und so viele Chancen haben sie nicht rausgespielt. Und wenn die dann so vergeben werden wie hier von Jonathan Tah, ja, dann wird es erst recht nichts mit dem Weiterkommen. Dortmund ja eben auch schon zweimal mit diesem Titel in 3 Jahren. Das ist der Rekord. Ist ja logisch, 2 von 3. Und jetzt auch mit dem 1:0. Salih Özkan bekommt den Ball serviert. Lunev kann nur hinter sich schauen. Blieb also mit Lunev im Tor. Der macht es ja auch gut im ersten Spiel. Es hapert einfach nach vorne bei Leverkusen. Nächste Chance für Schwarz-Gelb. Aber nur das 1:0 nach 3 Minuten.
Leverkusen musste sich jetzt ranhalten. Es ist zwar nicht unmöglich, mit 3 Punkten weiterzukommen, aber doch relativ unwahrscheinlich. Dortmund vergab aber auch die eine oder andere Chance. Meunier hier mit dem Rückpass, aber eben in die falsche Richtung. Deswegen durfte Lunev auch aufnehmen. Häufig dann auch Dortmunder frei vorm Tor. Diesmal Malen, der schießt wenigstens Dollar, aber dafür nicht platzierter. Leverkusen also weiterhin im Spiel. Mit Asmund Kobel reißt die Hände nach oben und hält das 1-0 fest. Leverkusen kam nicht mehr. Dortmund gewinnt mit 1-0 und hat jetzt mit 6 Punkten das Weiterkommen quasi sicher. Stuttgart überraschte Leverkusen. 1-0 gewannen sie und die Chancen aufs Weiterkommen stehen gar nicht so schlecht. Aber Frankfurt hatte durchaus Motivation getankt, verlor zwar gegen Dortmund, aber jetzt stark gespielt. Ndika mit dem 1-0 für die SGE. Es ging gut weiter. Ndika mit dem Lupfer eigentlich drüber, aber da ist eben dieses ominöse Netz. Kopfball von Alario. Vielleicht ist das auch Taktik, so den Keeper zu verwirren. Es hat auf jeden Fall geklappt. 2-0 für Frankfurt. Stuttgart zeigte nicht viel von dem, was sie gegen Leverkusen gezeigt haben. Aber Frankfurt auch mit einer Eiseskälte vorm Tor. Das ist Boré. Haut den da dermaßen in den Giebel. Muss man auch erstmal so machen. 3-0 zur Halbzeit. Das ist eine ziemlich deutliche Sprache, die hier gesprochen wird. Auch wenn Stuttgart versuchte, sich zu verbessern. Sosa holt sich den Ball von Trapp. Sosa ja weit gekommen in der Weltmeisterschaft. Aber trotzdem wieder auf dem Hallenfeld. Das lässt man sich ja nicht entgehen. Und jetzt macht er hier zumindest das Ehrentor. Aber auch das vielleicht am Ende ein wichtiges Tor zum Weiterkommen, selbst wenn man hier verlieren sollte. Wanyoman, Sosa nochmal. Nein, es blieb beim 1-3. Frankfurt kann sich erholen nach der Niederlage im ersten Spiel und hat jetzt wie Stuttgart 3 Punkte. Gladbach gegen Köln, Auftakt zum zweiten Spieltag in Gruppe C. Köln in den dunkelblauen Trikots, Gladbach in weiß. Köln hat ja zumindest 1 Punkt geholt gegen Schalke, Gladbach alle 3 gegen Freiburg. Köln war aber gut aufgelegt. Kilian zu Pedersen und der macht nach 1,5 Minuten das 1-0 für die Geißböcke im Derby. Haut den da rein für Jan Sommer aus der Distanz. Logischerweise gar nichts zu halten. Gladbach vor der Pause aber nochmal. Es sollte aber erstmal noch nichts werden mit dem Ausgleich. Köln ging mit der Führung in die Pause. Konnte das Pausenwasser etwas mehr genießen. Gladbach sollte sich jetzt verbessern. 15 Sekunden gespielt und Leiner haut dann so einen raus. Auf dem Feld langt es meistens nicht mehr für ein Startfeld. Start-11-Einsatz. Ja, hier zeigt er, dass er ein guter Hallenkicker ist und haut den da in den Giebel. Minute dann gespielt im zweiten Durchgang. Köln hatte auch weiterhin Chancen. Ein Sieg wäre für sie ja deutlich wichtiger. Gladbach hat eben schon 3 Punkte auf dem Konto. Aber es schaffte Köln nicht mehr, den Ball über die Linie zu bringen. Gladbach holt sich das 1-1. Das Ende des zweiten Spieltags machen der FC Schalke 04 und der Sportclub aus Freiburg. So muss man sich erstmal sortieren und bevor der Kommentator sich sortiert hat, hat Freiburg schon das 1-0 geschossen. Hier ist es ja ein doppelter Doppelpass. Am Ende Schalke einfach hinten zu schwach. Aber Freiburg hatte ja das erste Spiel verloren und Schalke hatte das Spiel zwischenzeitlich gegen Köln sogar gedreht gehabt. Am Ende nur 2-2, aber immerhin. Jetzt mussten sie es wieder drehen, aber so geht's eher nicht. Flecken hat keine Probleme, den zu halten. Es ging erstmal mit dem 1-0 in die Pause. Und Schalke musste jetzt kommen. Sie kamen aber nicht. Eher kam es noch schlimmer. Petersen 2-0.
staubt dann ab nach diesem Kuddelmuddel. Anders kann man es nicht bezeichnen. Und Freiburg jetzt abgezockt. Ginter, Lienhardt, Innenverteidiger-Kombination. Netter Jubel dann noch von Philipp Lienhardt. 3-0 die Entscheidung in diesem Spiel. Schalke jetzt nicht nur ohne Sieg, sondern auch mit einem miserablen Torverhältnis. Aber immerhin noch das 1-3. Terodde 54 Sekunden vor dem Ende. Aber das war dann auch das Ende vom Lied. Es blieb beim 3-1. Freiburg regeneriert sich, holt sich 3 Punkte. Und Schalke hat 1 Punkt nach 2 Spielen. Das sieht nicht so gut aus. Jo, das war's mit dem zweiten Spieltag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.